Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Petra Landers, die 1981 mit der legendären Frauenmannschaft vom SSG 09 Bergisch Gladbach an einem internationalen Fußballturnier in Taiwan, der damaligen inoffiziellen Weltmeisterschaft, teilnahm. Im heutigen dritten und letzten Teil unseres Gespräches wollte ich noch wissen, wie sich die Spielerinnen heute fühlen. Sind sie eher verbittert über die Behandlung, die sie damals erfahren haben, oder eher stolz über das, was sie erreicht haben? Verbitterung gar nicht, weil das legt man ja auch mit der Zeit ab. Also bei mir ist es so, ich habe Fußball gespielt, weil es meine Leidenschaft ist. Ob links oder rechts Leute sind, die dagegen sind, hat mich gar nicht interessiert. Es wollten mich auch so vom Job her der ein oder andere rauswerfen oder mich auch nicht zu der Europameisterschaft lassen, weil es wäre nicht gegangen. Mein erster Chef hat gesagt, so, du musst dann und dann arbeiten. Und ich habe dann gesagt, naja, geht nicht, ich habe ein Spiel. So, dann, er hat nachher gesagt, unsere Wege trennen sich jetzt hier, weil es geht so nicht, was du, wenn du mir sagst, du kannst nicht arbeiten. Oder 89 bei der Europameisterschaft hier im Lande. Da hat mein Chef wirklich gesagt, Petra, du kannst da nicht hin, weil ich zur Kur fahre. Und da habe ich gesagt, okay, du kannst zur Kur und ich kündige hiermit, dann haben wir beide unser Vergnügen. Ich hätte mir sowas nicht nehmen lassen. Also ich bin meinen Weg gegangen. Da konnte keiner reinreden. Und so sind wir alle damit umgegangen, weil es war unsere Leidenschaft. Wir haben kein Geld damit verdient, aber trotzdem war es uns wichtig, dieses Spiel spielen zu können, weil das konnte uns keiner nehmen. Ja. Und so sind wir auch überall aufgetreten. Wir waren vom Trainingsstand her und auch vom Spielerischen her professionell aufgestellt durch unsere Trainerin Anne Trabant. Die hat uns wirklich professionell trainiert. Und dementsprechend bekommt man dann ein Auftreten, wo man auch sagen kann, hey Leute, ich ziehe das hier durch, da könnt ihr hier meckern oder auch nicht, das ist egal, das interessiert uns gar nicht. Und insofern würde ich mich nie ärgern, heutzutage oder damals auch nicht, wenn da welche jetzt wirklich gegen uns waren. Wäre verschwendete Zeit gewesen und Energie, ja. So waren wir eigentlich komplett in der Mannschaft. Wir haben uns von keinem da irgendwie was mies machen lassen. Klar sind das Themen, wo man sich auch drüber unterhält oder auch aufregt, aber so, das war dann mal ein Thema, eine Situation und dann war es aber schon ganz bald wieder weg. Ich glaube, man kann froh sein, dass sie das so durchgezogen haben, denn ich meine mal, die deutsche Frauennationalmannschaft ist ja eine der besten der Welt oder heutzutage, aber eben, ich glaube, sie haben die Grundsteine dafür gelegt und dadurch, dass sie das durchgehalten haben. Auf jeden Fall. Wie mir John Seidler erzählt hat, ist diese Geschichte nicht so bekannt in Deutschland. Ich hoffe, sie wird jetzt noch ein bisschen bekannter. Aber deshalb will ich jetzt auch nochmal zu dieser Dokumentation kommen von John Seidler, eben das Wunder von Taipei. Er hat sich ja dann an sie gewandt oder an sie und noch die anderen Mitspielerinnen. Ja, ja. Und was war denn ihr Gedanke, als er mit diesem Vorschlag zu dieser Dokumentation kam? Ja, er hatte ja erstmal erzählt, was er vorhat und ob ich auch bereit wäre für ein Interview. Und dann habe ich sofort gefragt, und wann fliegen wir dahin? Wann fliegen wir nach Taiwan? Ja. Weil die Vorstellung, also was er mir gesagt hat, also bei mir ist was passiert im Kopf. Ich war glücklich darüber. Ich habe mich riesig gefreut und hätte natürlich mir gewünscht, so jetzt nochmal mit der Mannschaft hinfliegen wollen, nochmal die ganze Geschichte so durchgehen. Natürlich war es jetzt einfach nur von mir ein bisschen Spinnerei. Aber ich war total begeistert, dass dieses Thema, was eigentlich tot war, da hat niemand mehr drüber gesprochen. Es war einfach von uns eine was wir gewonnen haben, aber es wurde ja überhaupt nicht publik gemacht. Und dann kommt jemand, ruft an und sagt, er möchte eine Dokumentation darüber machen. Ja, ich war mehr als glücklich und als er dann sagte, er fliegt auch mit einer Kamerafrau rüber und er wollte ja eigentlich die Trainerin mitnehmen. Und aber die wahrscheinlich fliegt sie nicht mit und ich dachte, warum nicht? ich würde sofort fliegen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Weil ich habe Freunde auch in Taiwan und für mich war es dann natürlich auch der Gedanke, die kann ich dann auch mal wiedersehen. Ja, alles nochmal wieder
ja, drüber nachdenken zu können. Es lief dann schon ein Film bei mir im Kopf ab. Und dann hat es Ja. tatsächlich geklappt. Sie sind alle nach Taiwan gekommen. Also nicht Ihre Mannschaft, sondern Sie, John Seidler und Frau Weißler, die Genau. Kamerafrau. Ja. Und ja, was war das dann für ein Gefühl, als Sie dann in Taipeh landeten? War das das erste Mal seit Erstmal. 84, 87, dass Sie wieder hier waren? Nein, zuerst einmal hatte er mich ja dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Petra, wenn du möchtest, kannst du mitfliegen. Er hat es durchgekriegt und ich dann, wow, na klar, hey, super. Und als wir dann in Taiwan ankamen, ich habe Freunde in Taiwan, ich war, denke mal, insgesamt mit dem Fußball 7 oder 8 Mal in Taiwan. 87, ja, 87 habe ich eine Freundin kennengelernt dort. Und mittlerweile hat, oder sie hat dann auch eine Familie gehabt und wir haben eine richtig tolle Freundschaft. Es sind Taiwanesen und mit 3 Söhnen und ja, wir haben uns oft gesehen, weil ich immer wieder hingeflogen bin. Es war für mich wichtig, oder es ist auch immer wieder schön für mich, in den anderen Ländern Freunde zu haben, die man auch besuchen kann oder die mich mal besuchen. Das gehört für mich auch zum Fußball. Und ich liebe diese Insel. Also ich bin auch schon mit denen überall gewesen, habe die Insel schon auskundig gemacht. Es ist und bleibt eine schöne Insel, wo ich immer wieder gern hinfliege. Und als ich dann da war, war für mich der erste Gedanke, die Freundin zu besuchen. Ne? Die wusste nicht, dass ich komme. Und dann habe ich sie überrascht, die hat ein Fotogeschäft in Taipeh. Und dann habe ich mich reingeschlichen und sie stand mir im Rücken zu mir. Dann hat sie sich gedreht und dann. Es war eine riesengroße Überraschung. Ich habe mich gefreut, die haben sich gefreut. Und ja, die Gerüche, man hat sofort wieder, ja, man riecht es sofort, man erlebt es sofort. Taiwan ist Taiwan, die Luft, die Gerüche, ja, einzigartig. Also Sie haben sich ein bisschen besser akklimatisiert als beim ersten Mal in Ja, Taipei. das auch auf jeden Fall. Ja. Und jetzt, als Sie dann mit John Seidler umhergezogen sind, um die Filmaufnahmen zu machen und so weiter, haben Sie dann das Fußballstadion zum Beispiel, existiert das heute noch? Das spielt Ja, keine Rolle. aber in diesem alten, was jetzt in Taipeh stand, waren wir nicht drin. Leider. Ich weiß gar nicht, was da war, warum wir da nicht rein konnten. Aber halt, ich habe es gesehen und wenn man ja durch die Straßen fährt, das sind ja die Erinnerungen, diese ganzen Tempel wieder zu sehen. Die Erinnerungen von diesem ersten Turnier kommen immer wieder, die sind immer präsent. Und man denkt dann, ach, waren wir nicht da auch mit der Mannschaft oder da und da? Und ja, es gehört alles zusammen dann. 81 und in welchem Jahr man dann auch immer da ist. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Sie haben auch Kontakt dann mit taiwanischen Spielerinnen oder Offiziellen aus der damaligen Zeit aufgenommen während der Dreharbeiten. Ja, das war Tai Ying, die jetzige Trainerin von den Taiwanesen. Ja, ist ja keine Nationalmannschaft, die sie trainiert. Aber wir sind mit ihr und ihrer Mannschaft sind wir mit dem Bus zu einem Spiel gefahren und haben auch Karaoke gesungen. Das haben die ja so drauf. Wir waren fürchterlich. Bei der Busfahrt. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch so ein typisches Taiwan-Ding. Egal wo Ja. man ist, man muss Karaoke singen. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, mit den Mädchen zusammen zu sein und auch jetzt in dem Fall mit Tai Ying einfach über alte Zeiten zu reden und was jetzt, wie die Spielerinnen jetzt trainieren können und ihrem Sport nachgehen können. Um das noch Ja. ganz kurz aufzuklären, also Tai Ying oder Zhou Tai Ying, das ist eine taiwanische Spielerin, eine der besten Spielerinnen damals. Und sie hat Ja. auch bei Ihnen beim SSG Bergisch Gladbach gespielt, stimmt das? Ja, genau. Aber ich glaube nicht ganz eine Saison. Ja, sie war auch hier unsere Künstlerin. Also Tai Ying ist eine super Spielerin. Ja, wir haben uns gefreut, dass sie zu uns gekommen ist. Es liefen zwar nicht alle Dinge so glatt, aber trotzdem hat sie auch mal in Deutschland die Erfahrung mitgemacht, wie hier gespielt wird, trainiert wird und wie es auch nicht anerkannt wird hier. Meine letzte Frage jetzt noch. Wann veranstalten Sie einen Fußball-Workshop in Taiwan? Ja, das würde ich liebend gerne machen. Aber bei mir sind natürlich meine finanziellen
Grenzen gesetzt. Aber ich würde es gerne machen, wenn es Bereiche gibt, wo wirklich auch Mädchen nicht so die Möglichkeiten haben, mal eben zu sagen, ich gehe mal im Fußball spielen, sondern dass man mit so einem Workshop Mädchen einladen könnte, so kommt, wir spielen mal, auch wenn da viele bei wären, die noch nie gespielt haben, einfach das weiterzugeben, vielleicht ein Interesse weitergeben, dass die auch Spaß dran haben, dass die ja dadurch auch einfach in Mannschaften kommen und ein ganz anderes Leben dafür vielleicht gehen oder durchleben können, ne? So dieses, was ich so liebe. Ich würde es gerne machen, so das, was ich auch in Afrika mache. Aber da müsste dann ja auch ein Sponsor wieder gefunden werden. Ich hätte mir gedacht, jetzt, wenn der Kontakt zu Frau Zhou oder Zhou Tai-ing da besteht, dass man da irgendwie was zwischen Taiwan und Deutschland machen könnte. Ja, ich weiß nicht, ob Taiying diese Möglichkeiten so hat, aber ist eigentlich vielleicht mal eine Idee, die man aufgreifen könnte. Und für mich wäre es auch toll, einfach mal wieder Taiwan zu sehen, zu erleben, mal eine ganz andere Rolle dann auch zu spielen. Und alles so im Aufbau mit diesem Turnier, was 1981 stattgefunden hat. Ne? So die Geschichte geht weiter. Ne? Wäre auch toll gewesen für uns jetzt, dass von Taiwan auch mal eine Reaktion gekommen wäre. Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt mittlerweile auch mal in Taiwan lief. Nicht, nee. Ah, okay. Es ist alles so ein bisschen durch Covid-19 ist eben auch hier alles so ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Aber die DVD gibt es jetzt beim Goethe-Institut. Ich glaube, Taiwan ist das eben auch gar nicht bewusst. Für Taiwan war das eben ein großes Turnier und so weiter, aber sie haben gar, ich glaube, denen ist das gar nicht bewusst, was das für den deutschen Frauenfußball bedeutet hat. Also. Und ich denke, es wäre schön, wenn das ein bisschen bekannter hier in Taiwan. Aber sehen wir mal und ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie die Chance haben, hier mal wieder nach Taiwan zu kommen, dass ich Sie dann auch persönlich kennenlernen kann und dann zugucken kann, wie Sie mal so einen Fußball-Workshop leiten. Ja, das wär richtig schön. Würde ich mich freuen. Dankeschön für Bitte dieses schön. sehr, sehr interessante Gespräch. Okay, alles klar. Ja, sehr Dankeschön. gerne. Super. Das war Petra Landers, ehemalige Nationalspielerin und Spielerin des berühmten SSG 09 Bergisch Gladbach. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.